Konnichiwa Anime und Game Otakus, willkommen zurück zu einem neuen Part von Horizon. Wir sind hier, um Olens, ja, Familie zu retten. Sein Sohn, also sein Kind und seine Frau. Und wir haben jetzt den Schlüssel gefunden. Im letzten Part haben wir ja diese komischen Typen fertig gemacht, die die entführt haben. Und ich bin gespannt, ob jetzt was passiert oder nicht. Ob jetzt es ein Happy End geben wird oder nicht. Wir haben den Lärm gehört. Du gehörst nicht dazu. Wer bist du? Keine Angst. Ich hole euch hier raus. Ich hatte immer noch Hoffnung. Aber sie wurde immer schwächer. Ist es jetzt sicher für uns? Euch wird niemand mehr aufhalten. Hoffentlich. Dann ist es vorbei? Ich wollte fliehen. Ich schmiedete Pläne. Doch alle gefährdeten meinen Sohn. Du hast überlebt. Ihn beschützt. Das ist wichtig. Und dein Mann wartet auf dich. Olen. Ja, und ich hoffe, dass er noch lebt. Finde Olen. Oh Gott. Ich hoffe, er lebt wirklich noch. Nicht, dass ich ihn draußen gelassen habe und er ist dann tot oder so. Das war natürlich voll scheiße. Ah, okay, er lebt. Super. Er lebt. Das Kämpfen hatte aufgehört. Olen. Du hast ihn hergebracht. Danke. Du musst mir nicht danken. Ich muss viel gestehen. Ich schloss einen teuflischen Pakt. Und andere büßten dafür. Und du glaubst, das weiß ich nicht? Ich hörte sie reden. Ich hatte schon immer Schmutz an den Händen. Und jetzt auch Blut. Nimm deinen Sohn an diese Hände. Komm mit uns zurück ins Anrecht. Du solltest auf sie hören, Olen. Aber Hylis... Und die Dämonen. Es geht mir um Ehrerfüllung, Aloy. Olen. War dein Ton gerade weg? Mach sie nicht bei mir wieder gut. Geh mit deiner Familie. Zeig ihnen, was in dir steckt. Leb wohl, Aloy. Deine Mutter. Ich hoffe, du findest sie vor ihnen. Ja, falls es meine Mutter ist, ne? Wissen wir ja auch nicht. Ich habe mir ehrlich gesagt das Treffen zwischen den beiden ein bisschen emotionaler vorgestellt. Ich dachte, die schließen sich jetzt in die Arme und weinen und freuen sich. Und wo ist der Sohn jetzt bitte? Wo ist denn das Kind? Ich dachte, der freut sich und sein Kind nimmt er in die Arme und so. Wo ist denn der? Ich habe keine Ahnung. Ach, da ist er. Der freut sich ja ganz schön doll, seinen Papi wiederzusehen, ne? Warum stehst du hier alleine? Da ist doch dein Daddy. Okay, ich verstehe es nicht. Alles klar, ich gehe mal weiter. Anscheinend juckt es ihm nicht, dass sein Vater wieder da ist. Komische Familie. Aber das haben wir jetzt auch hinter uns gebracht. Wir haben ihn leben gelassen und ich hoffe, er macht nicht noch mehr so eine Fehler. Er soll für sein Kind da sein. Darum lebt er jetzt noch, sonst hätte ich ihn, glaube ich, getötet. Eiskalt. Begib dich zum Grabhort. Okay, haben wir noch irgendeine Quest? Altes Waffenlager können wir nicht machen, habe ich schon gemacht. Da fehlen uns jetzt neue so eine Energiezellen oder was das da war. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Brutstätten. Okay. Verdorbene Zonen. Es gibt hier noch verdorbene Zonen. Moment, wo ist denn die? Zum Beispiel, irgendwo war eine verdorbene Zone. Hier ist eine zum Beispiel. Eigentlich gibt es hier noch mehr. Ich sehe die gerade bloß nicht. Es gibt eigentlich noch mehr verdorbene Zonen, glaube ich. Ich sehe die bloß gerade nicht. Okay. Dann ich würde vorschlagen, wir machen mal noch eine verdorbene Zone, oder? Hätte ich schon Bock drauf. Moment. Wir machen mal eine Schnellreise hierhin. Da ist nämlich noch ein Lagerfeuer, was wir denn... Ja, wie soll ich es sagen? Wie heißt denn das jetzt? Ich hab's vergessen, wie ich das jetzt beschreiben soll. Den Punkt machen wir einfach auf der Karte. Also, wenn wir da waren, können wir auch dort eine Schnellreise machen. Und dieses Lagerfeuer habe ich noch nicht besucht. So, ich habe es jetzt schon wieder komplizierter erklärt, als es ist. Mir ist es aber gerade nicht eingefallen, weil es ist spät, ich bin müde und ich... Ja. Hab immer Sperren im Kopf. Ich überlege immer und dann fallen mir die Wörter nicht ein. Kennt ihr das? So...
Als ob man so eine Blockade im Kopf ist. Man weiß, was man sagen will, aber es kommt irgendwie nicht raus. Als ob einer das verhindern möchte. Das ist voll komisch. Das habe ich leider öfters. Und deswegen erkläre ich es manchmal dann sehr komisch. Ja. So, mach mal jetzt Hände hier. Diese Ladebildschirme könnten ruhig ein bisschen schneller gehen, wenn man so eine Schnellreise macht. Aber ja, ist schon ein bisschen nervig, wenn es hier so lange ist. So, Lagerfeuer. Ich mach mal kurz das hier. Markier. Damit wir überhaupt wissen, wo wir hin sollen. Erstmal hier hoch. Glaube ich. Bin ich mir gar nicht mal sicher, ob ich jetzt hier hoch soll. Geht's hier raus? Nö. Geh im Licht. Ja, ich versuche hier rauszukommen. Das würde ich gern machen. Ich habe jetzt bloß keinen Plan. Wo geht's denn jetzt hier? Ich gehe schon wieder verkehrt darum, natürlich. Das ist bei mir typisch. Meine Orientierung ist einfach schlimm. Und wenn ich einen Weg gehe, gehe ich immer verkehrt darum. Das ist im echten Leben auch so. Ich steige zum Beispiel aus der Bahn und gehe dann aber in die Richtung, in die ich nicht sollte. Ich gehe immer entgegengesetzt. Ich weiß nicht warum. Das ist irgendwie voll. Es ist wie ein Fluch. Ich gehe immer in die entgegengesetzte Richtung, wo ich eigentlich hin muss. Und das mache ich nicht mal mit Absicht, das passiert einfach. Und dann merke ich dann nach einer Weile, irgendwas stimmt doch nicht. Irgendwie bin ich falsch. Das ist echt komisch. Ich bin vielleicht sogar schlimmer als Zorro aus One Piece, der sich auch wie eine... der ist auch so orientierungslos, das ist einfach unglaublich. Und ich fühle mit ihm, wenn er sich verläuft. Ich fühle mit ihm. Er verläuft sich sogar wahrscheinlich auf dem eigenen Schiff. Ganz schlimm. Vielleicht bin ich nicht ganz so schlimm wie er, aber... Also ich finde mein Zimmer noch und so. Also nicht, dass man jetzt denkt, ich verlaufe mich im eigenen... in eigenem Haus oder so. Lagerfeuer entdeckt. Okay. Ich habe dem mal jetzt einfach geholfen. Wo ist denn jetzt das Lagerfeuer? Bei den Beinen ist die Maschine sicher so schnell, wie sie laut ist. Ich sollte vorsichtig sein. Das war knapp. Autsch. Natürlich triffst du mich. Ist ja natürlich. Ist ja klar. Autsch, das tut weh. Das tut weh. Geh doch mal weg. So, weg mit dir. Nervensäge, du. Okay. Oh, ist nicht dein fucking Ernst jetzt. Ist nicht dein Ernst jetzt. Noch mehr. Yeah. Reingetreten. Schlingel. Ich muss hinten treffen, aber... Ich glaube, diese Schüsse hat wieder eine Maschine in den Säcken eine Flüssigkeit herumtragen. Wahrscheinlich will ich gar nicht wissen, was für eine. Nee, will ich auch nicht wissen. Und jetzt kommen immer mehr. Das gibt's doch nicht. Ich wollte doch nur zum fucking Lagerfeuer. Zünder, gib mal her. Wir sammeln mal die Teile hier ein. So, die kämpfen auch schon wieder gegen irgendwas. Habe ich nicht gerade gerettet? Oh, shit. Das sind... Wie hießen die nochmal? Ich habe schon mal den Namen vergessen. Überbrückt den mal. Lass ihn! Das ist jetzt meiner. Nee, ihr müsst ihn nicht bluten lassen. Das ist jetzt meiner. Guck mal, der kämpft jetzt für uns. Geh in Deckung oder stirb! Greift der mich jetzt an? Da sind noch mehr Opfer, die du dir schnappen kannst. Keine Schwäche zeigen! Oh, das hat wehgetan. Alter, da greift nur mich an. Mach ihn fertig, los. Segi. Alter, greif doch jetzt. Was greifst du denn jetzt mich an? Bist du jetzt ruhig? Mach Sitz.
Das sieht eigentlich nicht süß aus. Oh, ich weiß nicht, warum ich jetzt zu dem süß sage, aber okay. Ich wollte eigentlich mal speichern. Habe ich jetzt eine ganze Weile nicht gemacht. Hui. So, wir haben jetzt gespeichert. Nichts. Noch nicht mal ihr Schatten. Was sind Schatten? Ich habe keine Ahnung, was der von mir will, aber gut. So, wo wollte ich denn jetzt hin? Ich wollte eigentlich hier zur verdorbenen Zone. Ich habe Angst, was jetzt hier kommen wird für Viecher. Das ist nicht so zurücklehnen. Das Ganze ist vielleicht noch nicht vorbei. Habe ich nicht vor. Ich gehe jetzt extra zu einem Gebiet, wo ich jetzt voll in Gefahr komme. Ich bin nicht so ein Angsthase wie ihr. So, mal gucken, was hier für Viecher sind. Ich sehe jetzt... Ach, die alle, okay. Mal gucken, ich bereite mal hier... Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße, ein Donnerkiefer. Holy shit. Ein Donnerkiefer, der jetzt verdorben ist, was bedeutet, dass er noch stärker ist. Nee, warte mal, das ist kein Donnerkiefer. Das ist... Oh, fuck! Das ist so ein Behemoth. Das ist kein Donnerkiefer, was laber ich? Der sah so aus... Nein, warte mal. Das sind zwei Behemoths. Oh mein Gott. Greift mich einfach an. Und dann werde ich sterben. Aber sowas von sterben. Okay. 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 Das war jetzt ein Problem, oder? Ich weiß nicht. Ich würde mal vermuten, wir haben jetzt eine Arschkarte. Ach scheiße, ich habe das falsch ausgerissen. Okay. Chillt mal. Alter! Ah, das war nirgendwo festmachen. Ja, wie dann auch. Ich sitze in der Klemme. Ich kann es so machen, wenn du willst. Ey, komm mir nicht zu nah! Ich sitze voll in der Klemme. Alter, wie soll ich denn jetzt hier wegkommen? Wartet mal. Wir haben es echt eilig hier. Ich fühle mich ein bisschen, ich weiß nicht, eingeengt. Wenn hier so eine riesige Viecher auf mich zukommen. Alter. Ich sehe, ich werde es voll in der Klemme. Ganz übel. Die Hämmer sind echt übel. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier gerade echt nicht weg. Was soll ich machen? Ich bin auch hinter dem Baum nicht sicher. Das ist doch kacke. Alter, geh doch mal weg! Oh weia, oh weia, oh weia. Ich müsste hier eigentlich weg. Ganz dringend. Wunderbar. Das sollte hilfreich sein. Ich bin so übertreiben. Scheiß Viecher. Natürlich bin ich hier nicht sicher. Das gibt's doch nicht. Ey, grüß dich. Komm doch mal nach oben. Hau dich.
Es ist gefährlich, hier um zu kämpfen. Ich habe nicht so viel Platz. Ah, Mann, ich hätte mal getroffen, was mehr. Nein! Nein, ich bin tot! Oh, fick dich! Oh, nö, jetzt bin ich tot wegen dem Vieh. Ah, scheiße, das gibt's nicht. Ich muss es nochmal machen. Okay, der hat mich jetzt gerade voll getroffen und das mehrmals. Ich konnte mich nicht mehr heilen. Jetzt muss ich es nochmal machen. Scheiße. Ey! Warum spawn ich denn direkt bei den Viechern? Ja, geh doch. Wow, one hit. One hit. Oh fuck, die leben ja auch schon wieder. Das gibt's doch nicht. Nee. Geht mal weg jetzt. Ich will nicht mit euch spielen. Nein, Mieze. Mieze, geh. Verpiss dich. Ich gehe jetzt nochmal zur Brutstätte. Oh Mann, das ist kacke. Das ist gerade ärgerlich. Ich hab's fast geschafft. Ich hatte nämlich fast den anderen gekriegt. Shit. Ich muss da besser vorgehen und ich gehe nicht nochmal in diese Ecke. Das war nicht gut. So, hier ist die verdorbene Zone. Ich werde jetzt hier irgendwie alle Fallen aufbauen und die hierher locken. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part und ich hoffe, es läuft dann besser. Bis dann.